So Leute, wir sind wieder da bei Let's Play Command & Conquer Alarmstufe Rot 3. Ich habe mir heute mal einen ganz besonderen, ich sag mal, Gast dazu geholt. Wir kennen ihn alle schon aus dem World of Warcraft Let's Play. Stell dich doch mal bitte vor. Ich bin's, Exe, und ich habe am 13. Januar Geburtstag. An folgende Adresse können diese Geschenke geliefert werden, die ich mir ab sofort wünsche. Danke. Sehr schön. Also der Exe, der will heute mal ein, zwei Missionen mit mir in der Alliierten-Kampagne spielen. Der Alter ist übrigens auch noch anwesend. Der kommentiert im Hintergrund ein bisschen dazu, kann leider nicht zusehen. Aber ja. Kommentierst du dann Hallo? blind? Ja, du kommentierst blind. Er kommentiert blind. Nein, der Marcel Reif, Ich der höre ist den, Command & Conquer hör den Speaker. Leuten beim Volt, beim nicht Volt of Warcraft, beim Command & Conquer spielen zu, während ich StarCraft gucke. Das ist doch auch mal was. Ja, und bevor wir jetzt noch weiter labern, ich starte jetzt erstmal das nächste Video für die nächste Mission und heute ist der Tag der Entscheidung. Es erhebt sich das Reich der aufgehenden Sonne. Die westlichen Barbaren werden sich verbeugen vor uns. Oder sie gehen ihrem Untergang entgegen. Heute am frühen Morgen ging diese Nachricht um die Welt. Die alliierten Staatschefs haben in Genf eine Krisensitzung einberufen. Die schwimmende Inselfestung des Reichs kontrolliert derzeit den Nordatlantik und bringt daher den ganzen Schiffsverkehr zum völligen Erliegen. Das ist einfach unglaublich! Während wir mit den Russen beschäftigt waren, hat dieses Reich der aufgehenden Sonne heimlich für einen Krieg mobil gemacht. Sie warteten, bis wir und die Russen geschwächt und verwundbar waren. Und jetzt? Jetzt stehen sie an unserer Türschwelle. Sie sind also nicht nur unser Problem. Die Sowjets sind ebenfalls abgekapselt durch diese schwimmende Monstrosität. Also, wollen unsere Diplomaten mit ihnen über einen Waffenstillstand verhandeln? Denn eines ist klar. Gegen diesen neuen Feind haben wir nur gemeinsam eine Chance. Bingham, dieses Gerücht, von dem ich hörte, ist doch ganz bestimmt nicht wahr. Was für ein Gerücht meinen Sie? Dass Friedensverhandlungen mit den Russen anberaumt sind? Es geht mehr um eine Waffenruhe. Also, es stimmt tatsächlich. Tja, wir hatten ganz beträchtliche Verluste durch die Vertreibung der Russen aus Europa. Und nachdem wir jetzt einen gemeinsamen Feind... Mumpitz! Den Russen ist nicht zu trauen, das wissen Sie. Sie hassen alles, wofür wir eintreten. Freiheit, Toleranz, das Streben nach Glück und Erfolg, Apfelkuchen, hatte ich Freiheit schon erwähnt? Egal, sie ist eine Wiederholung wert. Die Staatschefs der anderen alliierten Staaten sind schon einverstanden. Ich aber nicht. Ich werde nicht zustimmen. Schluss aus. Sie machen einen gewaltigen Fehler, mein Freund. Denken Sie an meine Worte. Das Reich glaubt, es wäre seine göttliche und zwingende Notwendigkeit, uns zu vernichten. Beweisen Sie ihnen das Gegenteil, Commander. Commander, wir sind unterwegs nach Gibraltar und befreien den Hafen von den Japanern. Auf dem Boden helfe ich Ihnen ein bisschen. Wenn ich Sie wäre, würde ich die Augen offen halten. Ich traue diesen Russen nicht weiter, als ich sie werfen kann. Niemals hätte ich sowas gedacht. Die Sowjets kämpfen mit uns gegen das Reich der aufgehenden Sonne. Ihre berühmte Scharfschütze Natascha haben sie bereits zur Verfügung gestellt. Und was noch wichtiger ist, einen beträchtlichen Teil ihrer Flotte. Ich bin sicher, Natascha und Tanja verstehen sich prächtig. Seien Sie bitte freundlich zu den Sowjets und erobern Sie den Hafen zurück, dann kontrollieren wir das Mittelmeer. Das Reich also der dann. Sonne hat Gibraltar besetzt und geht von dort aus das wird ein Spaß. Alliierte und Sowjets zusammen gegen das Reich der aufgehenden Sonne. Wir müssen Mr. Zulu aufhalten. Die Japaner haben die Kontrolle über unseren Hafen in Gibraltar. Die Sowjets und Sie müssen leider mal wieder zusammenarbeiten. Befreien wir die Straße von Gibraltar mit vereinten Kräften. Ich glaube, das hat man jetzt nicht so genau verstanden. Lieutenant Eva hat zu laut geredet. Ja, die redet mir immer im Wort. Ich bin mal in der Lana geschwommen. Ja, ich hab einen Schreibtisch auf dem Internet gehabt, aber war das nochmal als Repräsentant der, wie heißt die nochmal? Klingon, die so ein bisschen russisch angehaucht waren. Nein, Mr. Chekhov war der Russe.
Echo, stimmt. Ah, ja, genau. Ja. Tanja hier, ich bin soweit. Ich bin äußerst geschmeichelt, dass sie sich verbündet haben gegen meine Truppen. Aber das wird den Lauf der Geschichte selbstverständlich nicht ändern. Es lag daran, dass wir die Serie gemacht haben. Da war ja noch Kalter Krieg und alles. Und die Russen haben sich beschwert, dass bei so etwas internationalen, zukunftsmäßigen Star Trek nicht ein Russe an Bord. Also kam es da Checkerfritz. Yay. Politik und Science Fiction werden. Keine Tasche, wie es aussieht, bin ich die bessere Soldatin. Ich erledige das. Mach ich. Alles klar. Dein Container oder mein? Einfach daneben stellen, dann kriegen wir beide. Haben sie sich nicht auch mal beschwert, weil. Oder auch nicht. Weil sie in jedem Shooter da böse sind? Ach, ich glaube, die Nazis sind heutzutage besser im Shootern. Man kann da auch direkt hoch. So, ja, das. Ein Sightseeing wird ja wohl erlaubt sein. Die Container, da schnapp ich mir und erledige den König Boni aus sicherer Distanz. Ja, den kannst du auch gar nicht erledigen. Was geht schon? Nein, der läuft als Fahrzeug. Du musst dich eigentlich. Oh oh. Nee, doch nicht. Das kommt nicht hier. Das geht schon. Schon hab ich ihn. Okay, gut. Bin unterwegs. Viel zu lange nicht mehr gespielt. Wäre noch richtig. Es ist einfach auch nicht mehr so wie früher. Ich habe neulich das erste Age of Empires rausgekramt und die erste Mission um die 500 Essen sammeln hat schon eine halbe Stunde gedauert. Yay! Also, ich kümmere mich mal eben darum, den Bungalow zu räumen. Jetzt könnte ich aber ein bisschen. Eine Einheit wird angegriffen. Zeit für einen Sprengsatz. Mach ich, polieren wir die Kiste. Und der Age of Empires noch als schnelleres Strategiespiel. In der Erinnerung habe, da gab's langsamer. Bin unterwegs. Alles klar. Dann an der Hütte lauf. Ich schaff das. Wir haben kein Auto hier, dann unserem Iran. Scheiße. Das vorne ist eine Gesundheitskiste. Ihr seid da, wo die Schwebebahn ist, deswegen hat Exo gerade im Flugportal gesagt. Ah, nicht Schwebebahn, Seilbahn. Bin dran. Bin Container. Ich glaube, du brauchst ihn. Oh nein, jetzt brauchen wir beide gleich drin. Warte, ich mach erstmal die Kaserne kaputt. Oh, du Scheiße, kümmere dich um die Linkskommen. Okay, alles klar. Wir haben gerade erst begonnen mit der Unterwerfung der Welt. Kommt sowas öfter vor? Akzeptieren Sie es? Nicht unbedingt. Nein. Aber die Mission ist auch schwer, ganz schön schwer. Ja. Ja gut, machen wir nochmal. You don't say. Müssen wir halt nochmal machen. Hau du dich einfach, so oft es geht in Gebäude. Niemals hätte ich sowas gedacht. Die Sowjets kämpfen mit uns gegen das Reich der aufgehenden Sonne. Du kannst die Videos abbrechen. Ihre berühmte Scharfschütze Natascha hat... Das Reich der aufgehenden Sonne hat Gibraltar besetzt und geht... Finden und neutralisieren Sie die am Flughafen von Gibraltar stationierten kaiserlichen Truppen. Die Japaner haben die Kontrolle über unseren Hafen in Gibraltar. Die Sowjets und Sie müssen leider mal wieder zusammenarbeiten. Befreien wir die Straße von Gibraltar mit vereinten Kräften. 2 Stunden später haben wir es dann vielleicht schon bis zur Mitte der Karte geschafft. Eventuell, ja. Geht ungeduldig. Das ist nicht kalt. Wird dann eine Mission, was der dann ein Longplay. Die war kalt. Du Kleine, Commander, darf ich freisprechen? Ich hasse dieses Miststück. Tanja, kapiert? Andererseits. Mit der in Russland bringt Soldaten hervor, okay, die in allen Belangen überlegen sind. Und ich bin die Beste von allen. Andererseits ist das, was wir hier machen, lehrreicher und interessanter als zum Beispiel irgendwelche Leute, die auf YouTube... Ich bin äußerst geschmeichelt, dass sie sich verbündet haben gegen meine Truppen. Aber das wird den Lauf der Geschichte selbstverständlich nicht ändern. Feindliche Einheiten entdeckt. Gibt ja noch diese Dauerwerbesendung, ich das ist im Grunde dasselbe, es sieht nicht so aus, es ist nicht so offensichtlich. Deshalb nennt man es Schleichwerbe. Ich meine, wenn ich so ein
die Kamera halte, ist das doch automatisch nicht so Streichwerbung, sondern offensichtliche Werbung. Es sei denn, ich mache dieses Produkt runter und sage, dass es sich keiner kaufen soll. Dann ist es Anti-Werbung. Wenn Anti-Werbung auf Werbung trifft, dann gibt es eine Explosion und es entsteht ein schwarzes Loch. Ich brauche diese Container. Oh, diese Panzer, die sind schön. Polieren wir die Kiste. Jawohl. Zeit für einen Sprengsatz. Bin unterwegs. Alles klar. Verstanden. Bin geh aus der Reichweite. Ja. Sofort. Nimm die andere Kiste da. Bin dran. Bin ich mir recht. Ja. Mach erstmal die Gebäude hier klar. Können wir danach raufgehen. Weil das hier noch relativ einfach ist im Vergleich zu anderen Titeln. Hier kann man mich um die Infanterie drehen. Schon urlaubsfrei? Mach ich. Bin unterwegs. Ich wollte ja keine Call of Duty Spiele, aber muss mal World of War auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Das ist der Fett sein. Das ist eines der schwersten Sachen, die ich je gespielt habe. Bin dran. Verstanden. Immer nach oben? Ja, ich mache hier noch ein bisschen sauber. Ich kümmere mich schon mal um die Uni. Kommst du da oben klar? Bis jetzt schon, pass auf. Alles klar. Ist nur ein hey, König-Uni. Ich hole sie mir. Wird angegriffen. Bonus. Bin unterwegs. Jawohl. Sofort. Gut. Mach ich. Unser Verbündeter wird angegriffen. Verstanden. Pass auf. Leichter gesagt als getan. Mach ich. Ein Klacks. Oben auf dem Felsen von Gibraltar ist noch ein Medipack. Da hinten liegt auch eins, das schnapp ich mir erstmal. Alles klar. Ich schau mal, ob die Luft rein ist. Sein diese Anti-Panzer-Typen so kaputt machen können. Klopf, klopf. Eine Einheit weg, weg, weg. Ist unterwegs. Ach. Mach ich. Bin dran. Können wir nicht speichern? Oder geht das hier nicht? Ich meine nicht. So, ja, das ist ja schon mal besser als gerade. Die Kiste da heben wir uns vorsichtshalber mal auf, falls wir uns zurückziehen müssen. Bin dran. Alles klar. So, du hast einen Stern, gell? Feindliche Einheiten schon entdeckt. Schon und schieß. Aber hallo, war das schon alles? Klopf, klopf. Einsatzziel erreicht. Verstärkungen sind eingetroffen. Neue okay, den schwersten Teil haben wir erledigt. Huhu. Mann, ist das nicht allerliebst? Zwei Erzfeinde machen gemeinsame Sache. Ich bin gerührt, wie okay. Herzerwärmend. So ein Quatsch. Neue Bauoption. Oh, hey, hören Sie, diese Zerstörer sind genau das, was wir für einen gepflegten Amphibienangriff brauchen. Verbesserte Luftfahrt autorisiert. Neues Einsatzziel hey, erhalten. Hey, was liegt an? Alles klar. Rücke vor. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Durchhalten! Cryocopter sind unterwegs. Prospektor einsatzbereit. Verstärkungen sind eingetroffen. Cryotechnologie autorisiert. Ab sofort können Sie Cryocopter bauen, um Gegner wie gehen wir vor? Wie gesagt, ich mache Luftunterstützung. Du kannst machen, was du willst. Kundschaft du erstmal so ein bisschen die Gegend aus. Prospektor einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Was ist eigentlich deine Wort? Wird gebaut. Wird Fraktion. Echse. Bitte? Deine befragte Fraktion in diesem Spiel. In welchem Spiel? Unser ja, was spielt ihr gerade? Guck mal den Konga. Achso, ja, ich spiele Sowjets. Ja, was du normalerweise spielst, will er wissen.
Aus der Fortschritt des Spions. Am liebsten alliiert. Würde ich mit allem ganz gut klarkommen. Ja, stimmt. Natascha mit Sternrang kann ja schon die Stützpunktverteidigung outrangen. Bau abgeschlossen. Upgrade abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Wird gebaut. Das wär's. Alle Zerstörer ausrücken! Rammen wir diese Bastarde in den Boden! Unzureichende Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Das muss man allein. Wir stehen unter Beschuss. Sie mögen ihren kleinen Triumph feiern, aber sie werden das Reich der aufgehenden Sonne nicht besiegen. Ja, unsere Zeit ist Idee. Gekommen. Was soll ich damit machen? Lunch? Kacke. Der Geist, bitte melden. Unser Status, wir sind noch nicht fertig. Ihr zerlegt euch den Sold. Volle Kraft voraus. Maschinenraum, alles klar? Abgeschlossen. Sie sitzen in der Falle. Alle mal herhören. Eine Einheit wird angegriffen. Komm nur her! Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Wir stehen unter Beschuss. Die sollen nur kommen. Gefechtsstation besetzen. Haltet die Augen offen. Macht Platz. Erledigt sie. Bleibt wachsam. Aus der Bahn. Unzureichende Mittel. Die sollen nur kommen. Rasiert sie aus, die Schiff geht nicht unter, nicht unter meinem Befehl. Bringen wir es hinter uns, Männer. Was, es ist besser, wir sicher rechtzeitig. Ich bin nun mal die Beste. Haben Sie ein Ziel? Bin unterwegs. Wird gebaut. Wir sind noch nicht fertig. Die da hinten? Ja, da lässt du mich am besten mit der Luftunterstützung drüber. Nervt, ich zieh mir mit dem magnetischen Liten erstmal ein bisschen die Schiffe weg, dann müssten wir ganz gut reinkommen. Feindliche Einheiten entdeckt. Unzureichende Mittel. Wird gebaut. Okay. Ich bombardiere schon mal die Stützpunktverteidigung bei denen. Einheit wird angegriffen. Maschinenraum, alles klar? Sie sitzen in der Falle. Sie sollen nur kommen. Ich hab den Satelliten einsatzbereit. Ah, das lohnt sich. Ich hab die komplette Basis da unten zerlegt. Haltet die Augen offen. Unser Status? Ah, komplett ist. Die im Süden meine ich auch. Nicht vergessen, Commander. Sie können mit Ihrem Prospektor-Versorgungslaster eine Basiserweiterung errichten an Land und zur See. Unzureichende Mittel. Ich werde die Zweitbasis errichten. Ich habe eh schon einen unterwegs, und dort wo die Japaner vorher waren. Du kannst die andere Erzraffinerie da unten haben, wenn du willst. Ja, ich muss an Land. Ich kann ja nicht so viel machen. Den Stingrays, die sind viel zu schwach. Präzisionsangriff bereit. Wo steigt die Party? Prospektor bereit, Sir. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten entdeckt. Daniel, hier ist Feindliche Einheiten entdeckt. Unzureichende Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Sie mir. Bau abgeschlossen. Wer will mit mir spielen? Ich kümmere mich. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich gehöre Ihnen, ich muss aus dem Weg rein. Feindliche Einheiten entdeckt.
Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Prospektor einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Oh, da steht ein König Oni. Wir haben erfahren, dass die Japaner versuchen, ihnen in den Rücken zu fallen. Also vorsichtig, Commander. Sie sollen über eine gewaltige Feuerkraft verfügen. Habt ihr die Kommandoeinheiten eigentlich noch? Ich hab meine Tanja noch. Dieser Hafen befindet sich im Besitz des Reichs der aufgehenden Sonne. Los, verschwinden Sie, bevor ich Ihre primitive Armee in einen Schrottplatz verwandle. Da kommt eine kleinere Streitmacht, die ich glaube ich gerade nicht kann. Wir haben eine kaiserliche Flotte mit Kurs auf Gibraltar auf dem Radar. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Hier wählen. Du musst mir helfen. Die kommen von allen Seiten. Ich hab doch noch ein paar Cryocopter. Ah, mein Magnet ist gleich wieder angesprungen. Oh, jetzt zieht er das dann. Ein gutes Testobjekt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Reparatur läuft. Über den zweiten Kopf dann gerade irgendwie einen ständig umbeulenden Schrauberkopf. Die Cryocopter. Reparatur läuft. Kommt doch näher. Da haben die eine Basis, sind die schon. Erzählen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr. Dann machen wir die halt kaputt. Dann meine Werfen. Schiffe müssen weg. Den Rest kriege ich hin. Was? Eine Einheit wird angegriffen. Deck 1, bitte melden. Das verstehe ich nicht. Der sieht unter Gewinn aus. Hey, hey, was soll das? Du solltest dich doch in die Schiffe kümmern. Ja, ich hatte Schiffe, aber ich hab einfach nicht genug. Ich kann nur dieses Ding jetzt bauen, die halten gar nichts aus. Und die sind voll aus. Keine sexy Aktion. Ja, super. Das scheint auch erwischt. Das Shogun-Schlachtschiff ist fast eingefroren. Das müsstest du noch irgendwie wegkriegen dann. Mach ein Fischstäbchen draus. Ja, ich baue noch einen Multigunner dahin. Okay, ist weg. Ich krieg das schon hin. Okay, wir sehen ihn. So. Statusbericht. Ich habe mir eine Luftwaffenbasis zersetzt. Peacekeeper bereit. Unterwegs. Welche Strategie spielst du mit den Russen? Also, nee, mit den Alliierten, ich spiele ja Alliierte am liebsten. Welche Strategie spielst du mit denen am liebsten? Luftwaffe? Panzer über mir. Panzer über mir. Es wird Zeit, oder? Hä? Soll ich jetzt nicht zerstören? Ich kümmere mich darum. Wir müssen den Strahl ruhig halten. Soll ich ihn tief kühlen?